Aber Schwarz, Rot, Gelb und Grün spielten heute auch eine wichtige Rolle. Immerhin ist am nächsten Sonntag Landtagswahl und da war heute auch in der Hammer Innenstadt Straßenwahlkampf angesagt. Allerdings war das bei dem Wetter heute alles andere als einfach. Parteien ganz nah am Wähler. Es gibt kleine Geschenke. Rosen, Kugelschreiber und sogar Messer. Und eher nebenbei ein paar Gespräche. Wenn überhaupt. Es ist Endspurt im Wahlkampf. Alle Parteien sind heute unterwegs. Es ist Endspurt angesagt, richtig. Noch wenige Tage, eine Woche noch. Und da sich ja, wie die Meinungsumfragen ergeben, 44% noch nicht entschieden haben, sind das entscheidende Tage. Das klingt einleuchtend. Doch was kommt überhaupt rüber an politischen Inhalten im Straßenwahlkampf? Es ist nicht die Frage, dann ganz tief, ein tiefschürfendes Thema oder so hier zu besprechen. Ehrlich gesagt, mitten im Regen machen wir das. Wenn wir hier durch die Fußgängerzone gehen würden, würden wir das auch mitten im Regen nicht machen. Kein Wunder, es herrscht Dauerregen und die Wähler huschen eher an den Ständen und Kandidaten vorbei. Das Wetter macht uns das natürlich nicht einfach. Gestern hatten wir schönes Wetter gehabt, aber heute ist das Wetter natürlich nicht so gut. Da sind sehr viele Bürger mit Regenschirmen, die wollen schnell einkaufen, denke ich, und dann wollen die auch nach Hause. Wir gehen ein schönes Wochenende. Danke gleichfalls. Brummige gibt es auch immer, aber die gibt es bei gutem wie bei schlechtem Wetter. Aber es ist schon dann eher so eine Geschichte, dass man sicherlich auch ein bisschen Durchhaltevermögen haben muss, Stehvermögen, um auch da präsent zu sein. Die Direktkandidaten der kleineren Parteien stehen hier in Hamm eher auf verlorenen Posten. Das Rennen im Wahlkreis wird wohl entweder der amtierende Landtagsabgeordnete Marc Hertha von der SPD oder der CDU-Kandidat Oskar Burkhardt machen, der vor 2010 schon einmal im Landtag war. Doch es geht auch um die Zweitstimme. Die entscheidet über die Sitzverteilung der Parteien im Landtag. Und so kämpfen alle Parteien auf der Straße um ihre Prozente. Sie machen weniger die Arbeit für sich als Landtagsabgeordneter, sondern für Ihre Partei. Ich sage immer, wenn diese Frage kommt, ich kämpfe, bis ich entweder das Direktmandat erreicht habe oder halt geschlagen bin. Also ich kämpfe bis zum Schluss. Aber die Chance ist natürlich nicht so hoch, das stimmt. Von daher stimmt das, ja. An sich machen wir das für die Partei, ja. Die Wähler nehmen das Parteiengerangel auf der Straße eher mit Zurückhaltung. Ob sie da stehen oder nicht, das wäre mir, ist mir egal. Ja, vielleicht sind sie manchmal ein bisschen zu präsent. Vielleicht könnten sie die Zeit nutzen, was anderes zu machen. Auf der Suche nach den unentschiedenen Wählern wird der Straßenwahlkampf so noch eine Woche weitergehen, ob es regnet oder nicht.